Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So schaut's aus. Ja, heute mal die Belohnungen von meinen Rivals. Die Hood-Champions-Belohnung habe ich schon aufgemacht und wir haben ein neues Team der Woche. Und wo wir schon bei Hood-Champions sind, ganz kurz noch der erste Blick geht in den Store. Da gibt es nämlich ein Gratis-Pack. Ihr kriegt hier 1000 Hood-Champions-Punkte umsonst. Weil anscheinend haben letzte Woche zu wenig Leute Hood-Champions gespielt. Deswegen schenken uns jetzt die Macher dieses Spiels hier 1000 Punkte, die direkt eingelöst werden. Also gerne alle einlösen und am Wochenende Hood Champions spielen. Damit kommen wir aber auch zum neuen heutigen Content. Los geht's. Und damit kommen wir auch zum neuen Team der Woche, den Sharpshooters, also den Scharfschützen. Sind die Spieler mit den meisten Toren gerechnet auf 60 Minuten bei 5 gegen 5 und die Spieler müssen mindestens 42 Spiele absolviert haben, dann haben sie es hier ins Team der Woche geschafft. Wir gucken hier nicht alle durch, wir schauen uns bloß die gängigsten, beziehungsweise bei ein paar geht ja auch dann die Team of the Season Kalender noch hoch, bei Messi zum Beispiel nicht, bei dem Forsberg steigt noch hoch. Tage Thompson geht hoch, Jack Hughes geht noch eins hoch, die X-Factor-Karte von Jake Günzel ist upgradebar und hier hinten haben wir dann schon wieder 90er, wo auch keiner mehr braucht, aber schön, dass die X-Factor zumindest noch ein bisschen hochgehen. Shane Gosses bei Aaron Ekblad, ich warte immer noch auf einen Huberdauer, dass der mal auf 99 geht, auch dass der Wunsch ist uns heute nicht erfüllt worden. Klar, Trainer kann es nur eingeben, der hat mehr als 42 Tore in 60 Spielen und 5 gegen 5 und 4 gegen 4 durch Brian Fittler und im Tor haben wir nochmal Thatcher Demko und Alex Nedeljkovic, das ist unser Team der Woche heute. Dann haben wir noch ein paar neue Halloween Rivals Karten, ja, am 8. Juni haben wir Halloween Rivals Karten. Die Bedingung dafür war die beste Shooting Percentage, das heißt Spieler, die mit ihren Schüssen prozentual am häufigsten treffen, verglichen die aktuelle Saison mit All Times. Und da sind auch ganz schön schlecht dabei. Wenn wir denken, hier ein 94er Craig Simpson zum Beispiel, der nur auf 90, Besteuerung 90 Tempo kommt, klar kann man auch 92 pushen, aber auch trotzdem für eine 94er generell einfach zu wenig. Beim Barberchef schaut es ähnlich aus, auch nur 91 Besteuerung, 91 Tempo. Kriegt man auf 92 und 92 noch hoch, beziehungsweise 93 noch hoch. Ist halt aktuell, was an Karten rauskommt, vieles echt der Marke unbrauchbar. Ryan Chance ist noch neu. Den mit 93 am Center haben wir dazu noch einen Deep oder einen Blitzstart, haben wir nicht. Das heißt, 95 am Center ist dann Maximum. Man kann aber kommt auf 93 Besteuerung, 94 Tempo. Ist sogar noch brauchbar. Dann noch Braden Shen, auch hier eine 95er Karte, nur mit 90 Besteuerung, 90 Tempo. Am Center auch nicht brauchbar, weil er eben nur 89 am Face-Off hat, kommt man auf 91 und 92, ist mir für einen 1,85 großen Spieler auch wieder zu wenig. Ray Ferraro noch erwähnenswert, damit auch wer jetzt noch wirklich den Vorbesteller-Bonus von ihm hatte, der kann ihn jetzt auch auf 95 upgraden, die Icons-Karte, die hier die Center-Variante mit 97 am Face-Off, kann man sogar auf 99 am Face-Off pushen und vom Tempo her, von der Besteuerung kommt man dann auch auf 96 zumindest, also wer den echt noch drin hat, natürlich Upgrade empfehlenswert, das aber ich denke mal, die meisten, wenn sie sich schon von den Vorbestellerhelden verabschiedet haben. Und damit gehen wir auch direkt zu meinen Belohnungen über hier. Auf meinem Hauptaccount habe ich nicht wirklich gespielt, weil ich glaube ich im Silberrang bloß. Wenn überhaupt, Bronzerang, keine Ahnung. Also nicht wirklich viel. Bei den Ladies war ich ein bisschen erfolgreich, da habe ich mehr gespielt. Mal gucken, mit welchem Team ich dann am Wochenende Hood Champions spielen will. Bin mir echt noch nicht ganz einig. Von dem her machen wir jetzt einmal die Belohnungen auf. Schauen, ob wir da irgendwas drin haben. Naja, zumindest irgendwas ist besser als nix. Der, dass man meist eh nichts ziehen, kann es auch nicht schaden, irgendwelche Silbertrikots zu haben. Nein, natürlich nichts. Bei den Ladies müssen wir erst wieder einen Blick aufs Team werfen. Auch das hat sich ein bisschen verändert zuletzt. Ein paar Upgrades machen können. Ein paar 80er kann man zumindest ein 82 Plus Set zumachen. Das ist das Einzige, wo ich hier noch wirklich was an Sets zumache. Das ist 82 Plus Pack. Können wir ja mal schnell machen. Das ist echt so das Einzige, wo zuletzt noch, zumindest noch irgendwas kommt. Mal eine lilane Wolke oder irgend sowas, aber auch da. Oh, Dane Fox hat echt eine Karte bekommen mittlerweile. Ich gar nicht mitgekriegt. Dem hier beschwert er, dass keine Karte für 6 Punkte in einem Spiel. Ah, ein Braden Shen. Wobei da auch wieder eine bessere Karte raus. Na gut, wir wechseln zu den Lady Flames. Hier bei den Lady Flames habe ich zumindest geschafft, den Stamkos mal auf 98 zu machen, die X-Factor-Karte dann auf Team of the Season einzutauschen. Auch der Upgrade von John Nuendijk ist da. Ich habe Jack die Eichel upgegradet auf 96 und mittlerweile auch im Tor Patrick Roy
jetzt komplett auf 98 hochgemacht, habe neulich noch 2,93er gezogen, deswegen ist der jetzt auch hoch. Was allerdings nicht heißt, dass er mit 78% besser ist als der Wemelka, der die gleiche Statistik hat. Wir uns da die Belohnung dazu mal an. Da war ich in Division 3 im Diamantrang, glaube ich. Heute Champions hatte ich 7 Siege. Da haben wir zumindest 4 Packs mit jeweils 20 Spielern, glaube ich, zum Öffnen. Ja, schaut schon mal gut aus. Wir haben nur 20 Karten zumindest, 11 Spieler. Ja, wir machen erst die hier auf. Und da können wir wirklich noch Verbesserungspotenzial noch da im Team. Nehmen auch alles, was für Power-Ups noch gebraucht wird, kann man immer noch. Wird irgendwann ein Upgrade mal kommen, vielleicht auch mal von Nuendike, also außerplanmäßig. Oder natürlich eine niederne Wolke. Mit irgendwas über 93 kriegen wir auch unter. Aber das schaut natürlich schon wieder schlecht aus. Ja, ich liebe solche Karten, gerade im Juni, wenn man so einen 81er Josh Bailey zieht. Gibt nichts Besseres. Da lohnt sich das Spiel noch richtig. Glaube, der Heiler war bisher ein 82er. Ja, Spieler, die gar nicht mehr bei dem Verein sind, wo die Karte rauskam. Noch zwei Jumbo-Elite-Packs. Reinhard Scavalli, Highlight. Ja, Jubeltrikots. Johansson gibt kaum keine bessere, den Wahl zum gerade schon gehabt. 83er Capri-Sonne. Wenn hier mit Highlights überschüttet, was die Belohnung angeht. Ja. Und dann wundern sie sich aber, warum die Leute nicht mehr spielen bei solchen Sachen. Oh, Finanzke Kaczuk. Richtiges Highlight, absolutes Highlight. Wow. 84er Kaczuk und am Schluss die Zahnlücke nochmal. Das hat sich wieder voll gelohnt, die ganzen Sachen zu grinden. Von dem her, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt bessere Belohnungen gehabt wie ich. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, immer noch denken. Sauber bleiben, denn nur so schaut's aus. Ciao.